Guten Morgen, öffne bitte die Türen und rüste dann deine Lok auf. Bevor es losgehen kann, musst du aber noch den IC 2470 von Kassel nach Stralsund und den UEX 1198 von Wörgl nach Fredrika passieren lassen. Beide treffen mit Verspätung in Hannover ein. Dem UEX fährst du bis Celle hinterher. Rechne daher mit Behinderungen und achte auf die Signale. Deine VMAX beträgt 140 Stundenkilometer. Ich wünsche eine gute und sichere Fahrt. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zum Let's Play Train Simulator mit dem Urlaubsexpress. Dem Urlaubsexpress 1984 von Hannover bis nach Klein-Südstedt. Und wir fangen natürlich erstmal an, wie gewünscht, aufzurüsten. Bitte sehr. Wir rüsten natürlich auf. Bremse lösen, die Handbremse. Weiterhin auf Schnellbremsung. Ich habe nämlich ganz vergessen, wir sind noch nicht bei 10 Bar. So, Hauptschalter auch noch rein. Komm schon, Fahrgäste auch noch einsteigen lassen, das hätte ich fast vergessen. So, wir sind bei 10 Bar. 4,7, jetzt gehe ich noch auf PZB, SIFA und LZB. LZB ist 6, genau. So, wir haben hier noch keine LZB-Überwachung. Das ist aber auch nicht so schlimm. Gut. Sind das die DB-Tracks? Ich bin mir gar nicht mal mehr so sicher, ob ich gerade das Update installiert habe. Ist aber auch nicht so wichtig. Also das muss jetzt ja nicht installiert sein. Das ist ja nicht lebensnotwendig. Gut. Ja, wir fahren einen Urlaubsexpress. Mit Nachtzugwagen, Doppelstock. Also ein paar Nachtzugwagen, ein paar BOMN, BOMZ und BIMZ. BOMZ und BIMZ. Ein paar WLABM. Hier wieder ein BIMZ. Ne, BOMZ. Das ist ein BOMZ und das ist ein BIMZ, oder? Ne, auch ein BOMZ. Und wieder ein WLAMB. WLAMP. Ne, WLABM. Kann ich nicht aussprechen. BIMZ und BOMZ geht noch gerade so. Ja. Jetzt stehen wir hier in Hannover. Und ich muss sagen, ich habe das Szenario so jetzt nicht großartig verändert. Ich habe nur ein bisschen was ausgetauscht. Die TTB-Fahrzeuge gegen die KI-Fahrzeuge, aber jetzt nichts Großartiges. So, ich mache ein bisschen schneller. Auch wenn wir das nicht wirklich brauchen. So, bleiben wir bei der Geschwindigkeit. Das ist schön. Hier ist die SIFA. Gut, jetzt fährt er noch los. Und dann sind wir dran. Die Türen sind schon geschlossen. Das heißt, wir warten jetzt einfach. Schönes Funkenspiel, muss ich sagen, ne? So. Schöner Urlaubsexpress. Ich muss sagen, also
Ich hab's noch nicht gesagt, das Szenario ist von Amisa. Also hier kann man wirklich was Schönes erwarten. Der baut ja echt gute Szenarien. So. Ist das LZB Not aus? Not aus. Aber kein Notstopp. Ja. Egal. Also, wir fahren einen Urlaubsexpress. Express 1984. Gut. Genau, origineller Fahrplan, Ansagen des Zugchefs. Und wir haben die 112 als Variante genommen. Und vorbildgerechte Streckengeschwindigkeiten. Das heißt, den muss ich wahrscheinlich hier unten anlassen. So, komm schon. Wir wollen uns auf den Weg machen. Oh, wir dürfen... Fahren wir halt so. Wir haben uns die Erlaubnis geholt. Einschalten. So. Schneller als 40 sollten wir jetzt nicht fahren. Oh, das war ein Fehler. Und... Gut, da haben wir mal kurz Befehl 40 gegeben. Und es wurde genehmigt, das Signal zu überfahren. So, jetzt müssen wir aber ein bisschen warten. Wir rollen jetzt erstmal weiterhin hier ein bisschen. So, schneller als 40 dürfen wir ja eh noch nicht. Okay. Ah, wir haben eh grün bekommen. Das trifft sich gut. Dann brauchen wir das auch nicht bestätigen. Ich nehme es einfach mal mit. Auch wenn es unnötig ist, das Signal jetzt zu bestätigen. So. Der ICE muss hier erstmal halten. Gut, dann dürfte bald auch die LZB, also das LZB-Kabel liegt zwar noch nicht, aber die dürfte auch bald einspringen. Morgen, verehrte Fahrgäste, ich begrüße alle neu zugestiegenen Passagiere in unserem Urlaubsexpress der Deutschen Bahn auf der Fahrt nach Hamburg-Altona. Über Celle Uelzen, Hamburg-Harburg und Hamburg-Hauptbahnhof. Ich hoffe, Sie fühlen sich wohl an Bord. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Unser nächster fahrplanmäßiger Halt wird Celle sein. Hat er gerade gesagt, unser nächster fahrplanmäßiger Halt könnte Celle sein? Also wenn unser Zugführer schon nicht weiß, wohin es geht. Gut. Aber wir wissen's. Unser nächster Halt ist Celle. Um in knapp 24 Minuten.
bis dahin sind. Wo sind Zelle? Da liegt 28, knapp 40 Kilometer. Das dürfte machbar werden. Gut, jetzt machen wir mal ein bisschen den Monitor aus. Die LZB ist noch nicht reingesprungen. So. Ich brauche aber auch noch ein schönes, einen vollen schönen Screenshot. So. Wahrscheinlich dürfte gleich die LZB reinspringen. Irgendwo hier müsste gleich der LZB-Bereich anfangen, wenn ich mich recht erinnere. Ah, da ist schon das Kabel. So, da ist sie reingesprungen. VMAX ist erstmal weiterhin 110. Ich muss sagen, mir gefällt Hamburg-Hannover ziemlich gut bei Schnee. So. Gut. Und ja. Sie bestätigen. Ledeburg. Aha. Gut, wir schalten hoch auf 140. Ja, mittlerweile auch 160. Aber unsere VMAX beträgt 140 aufgrund unserer Wagen. Dann fahren wir auch die 140 aus. Ich kann ja eigentlich mal Cap Light anmachen. Ah, ich habe noch das Zugspitzen nicht vergessen. Muss ich gleich nochmal einen neuen Screenshot machen. Der Schritt missfällt. Den vergesse ich immer, wenn ich aufrüste. Zugspitzen nicht einschalten. Fataler Fehler, ich weiß. Aber das lernen wir noch. So. Mittlerweile sind wir bei 121. Ich gehe jetzt erstmal auf 160. Viel schneller beschleunigt er dadurch zwar nicht, aber... Tatsache. Gut. Ich finde es aber auch schön, wie hier die alten, wie zumindest an unserem Gleis, dass die Fahrplananzeiger von Scarlett aufgehangen wurden. Die Ansagen sind ja auch mit dem Scarlett-Ansagen-Tool gemacht. Also muss man schon sagen, ist echt schön. So, die Signale sind erstmal
Schön grün. Aber er hat uns gesagt, rechnen Sie bis Celle mit Problemen, da wir ja den Zug hinterher fahren. Und wir fahren so gut wie 140, knapp jetzt 135. Viel schneller werden wir wohl auch nicht mehr werden. Mal gucken. Es gibt sogar Passagieransicht. Gehen wir gleich mal rein, sobald wir mal eben die SIFA quittiert haben. Können wir uns das ja mal angucken. Interessant ist aber auch 7000. Er bleibt gerade bei... Ich finde es auch immer schön, wenn ein Signal, wenn die LZB piept und ich nicht weiß, was jetzt los ist. Dass er jetzt bei 7000 stehen geblieben ist. Oh. LZB Ende. LZB Baustelle. Kilometer noch bis dahin. Gut. Da ist nichts zu bestätigen. Dann wollen wir uns das hier doch jetzt mal angucken. Ja, sieht echt schnieke aus. Schön. Ist das eigentlich normal, dass man öfters an den Strecken die LZB-Schilder hat, oder? SIFA. Gut. Urlaubsexpress. Das ist, ich muss aber sagen, das ist ein Szenario, auf das ich mich echt gefreut habe, das aufzunehmen. Ich war ja jetzt die letzte Zeit über krank und konnte nicht so viel aufnehmen. Demnächst kommt noch ein schönes Szenario, das ich aufnehmen möchte vom guten Lucky God. Aber das hier war jetzt was Schönes. Das ist ja auch noch nicht so alt. Ja. Gegengleis rot. Das Rot hat mich gerade alarmiert. Wir haben weiterhin grün. Ich habe das Gefühl, wir haben hier wirklich eine LZB-Störung.
Oder 7000 ist halt das Maximale, was er anzeigen kann. Nicht wie zum Beispiel in der 103, wo das bis 9900 geht. Vielleicht geht es ja in der 112 nur bis 7000. Das wäre durchaus vorstellbar. Gut. Aber ich muss sagen, das Verschneite steht Hamburg, Hannover. Ich finde auch den Intervall, in dem der Scheinwischer gerade wischt, so genial. D-disch. 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 Gut, da kommt grün. Es geht weiter. Freie Fahrt. Das ist doch schön. Stellen wir uns mal kurz hier hin, während wir pausieren. Ah. Gut. LZB, PZB sagt nichts. Freut mich. 12 Minuten noch bis Celle. Oh, wir erreichen Celle wahrscheinlich sogar pünktlich. Realer KI-Verkehr nach Winterfahrplan 2002-2003. Übernimmst heute... Ah, wir fahren den UEX 1984, das weiß ich. Der vom 11.01.2003 bis 30.03.2003 am Wochenende von Oberstdorf nach Hamburg-Altona verkehrte. Okay, warum klein süß steht? Warum fahren wir dann nicht bis Hamburg durch? Ich probiere mal eben was. Okay, LZB kann man nicht während der Fahrt ausschalten. Ich glaube nur einschalten. LZB 112. Zeit, beziehungsweise... Ah, jetzt spielt sie mit. Okay, sie geht tatsächlich nur bis... Okay. Wir wurden vorgewarnt, dass da was kommt. Okay, da kommt ein 150. Das ist jetzt nicht so... wichtig für uns. Ah, Celle kommt in 8 Kilometern. Ah, stimmt, vor Celle geht die LZB nochmal aus. Q1.
Gut, aber die LZB wird uns ja führen. Das dürfte ja kein Problem sein. Ich habe mal eben eingestellt, dass der Mauscursor jetzt nicht mehr im Video zu sehen ist, weil mich das immer stört. Und so wichtig ist er ja jetzt nicht. Aber ich muss sagen, sieht gut aus, die 112. Ist natürlich von Virtual Railroads aus der Expert Line. Hm, 5 Kilometer nur noch. Kick da gleich. Oh. 0-0. Halt erwarten. Vermutlich. V-Ziel heißt Halt erwarten. Zwar erst in 3 Kilometern, aber... Verehrte Fahrgäste, wir erreichen in Kürze den Celle. Im Namen der Deutschen Bahn verabschieden wir uns ganz herzlich von allen aussteigenden Passagieren. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag und würden uns freuen, Sie bald in einem unserer Züge wieder begrüßen zu dürfen. Tschüss und auf Wiedersehen. Der Ausstieg in Celle ist in Fahrtrichtung rechts. Wir beschleunigen nochmal auf 100. Aber mir gefällt die Zugbegleiterstimme. Ah, da kommt... So. Da kommt eine 218 in Orientrot. Mit DB-Latz. Finde ich schön. Okay, war doch kein Halt erwarten. Weil ich habe immer noch V00. Ich glaube, ich muss jetzt gleich kurz bestätigen, wenn ich aus der LZB raus bin. Meter. Nee, doch tatsächlich, da ist ein Halt erwarten. Okay, ist verweigert, ist also keine Signalstörung oder kein... Gut. Ah, dann wollen wir mal warten darauf, dass das Signal grün wird. Aber auch schön, wie hier so der Containerzug steht, ne? Also ich muss sagen, mir gefällt das Szenario echt gut.
klar, dass da ein Containerzug steht. Hallo? Ist ja normal. Ich finde hier schon die normalsten Sachen schön. Immer noch verweigert, genau. Dachte ich mir. Aber wir können die Temperatur noch ein bisschen senken. Ah, und ist frei. Weiter geht's. Und der Zug rollt an. Wie die Temperatur einfach hoch geht. Ich weiß gerade gar nicht, ist es 40 oder 60? Ich bleibe einfach mal bei 40, denke ich mal. So, und ist bestätigt. Ich muss nämlich zugeben, ich habe einmal das Szenario schon bis hier angetestet und dann hat es mich hier hingehauen. Der ist auch ein armer Vogel, ne? Steht bei Schnee draußen. Scheint wohl irgendwelche Probleme zu geben. So. Dann ist hier irgendwo eine Haartafel. Ja, da vorne. Dann kommen wir auch erst da vorne zum Stehen. So, 20. So. Komm, wir rollen bis zum Bahnsteigrand. Obwohl. Ach, machen wir jetzt halt hier halt. Leute einsteigen lassen. Das ist ein schönes Bild. Gut, wir haben ein bisschen Standzeit hier. Wir dürften ja signalisiert bekommen, wann wir Abfahrt haben. Da wir gerade eh nur mit... Also ich wollte gerade gucken, ob wir die Bremse schon mal wieder bis 4,7 bar... Aber ich habe ja eh gerade nur mit 4,7 bar gebremst. Also dürfte es da keine Probleme geben.
So. Die Türen sind geschlossen. Und die Fahrstufen. Der Motor heult auf. So. Wir haben hier erstmal 150, das sagt mir auch die LZB. Das sagt mir aber auch gleich, dass da nochmal ein Signal bzw. Magnet kommt. Beziehungsweise kam gar nicht. So. Ein bisschen schneller. Ah, so ist ganz schnell. Machen wir so. Fahren wir mal unsere Geschwindigkeiten aus. Mich würde es jetzt mal interessieren, warum Klein Südstedt süß steht. Das heißt, wir werden noch eine Meldung vom FDL wahrscheinlich bekommen. Weil eigentlich könnte man, wenn man bis Hamburg-Altona fahren würde, doch bis Hamburg Hauptbahnhof durchfahren. Das wäre aber in meinen... Wäre das zu lang? Also meine Theorie ist ja vielleicht, dass wir gleich eine Fahrzeugstörung haben. Oder überholt werden und Amicia da das Szenario hat enden lassen, weil wir schon eine Stunde unterwegs sind. Ah, schön, nur 155. Das fehlt mir noch in VR-Fahrzeugen, dass man auch die Fenster runterziehen kann. Gut. Wir sind jetzt knapp bei 110, das heißt, die 140 werden wir auch noch ausfahren. Aber ich sehe schon, okay. Ich weiß jetzt, die 112, da geht die LZB nur bis 7000. Urlaubsexpress. G
Gibt es heute auch nur noch den einen Intercity, der fährt als Urlaubsexpress Mecklenburg-Vorpommern, ne? Meine ich. Ich google das mal eben. Urlaubsexpress. Für mich ist immer so ein Schockmoment, wenn ich gerade nicht im Train im Fenster bin und ich kurz was googeln will, um das zum Beispiel vorzulesen. Und in dem Moment ertönt die SIFA und du so, scheiße, jetzt muss ich rein, sonst bekomme ich eine Zwangsbremsung. Genau, wurden bis zum Fahrplanwechsel am 9. Dezember 2007. Also jetzt auch schon knapp 9 Jahre. 9 Jahre sind die schon nicht mehr in Betrieb. Es gibt nur noch, bis heute fährt ein Intercity-Zugpaar als Nachfolger des Urlaubsexpress unter dem Namen Urlaubsexpress Mecklenburg-Vorpommern. Beim Urlaubsexpress handelte es sich um Züge, die begehrte Touristenorte und Regionen aus den Ballungsgebieten ansteuerten. Ja. Dazu gehörte nämlich unter anderem auch der Touristikzug der Deutschen Bahn mit der 103 und der 218? Und den 218ern, ja, ich meine 218ern. So. Eurofirma-Wagen. Ja. Auch so ein Begriff. Egal. So, wir dürfen jetzt, ja, nur noch 36 Kilometer. Klein Süßstädt des Betriebs halt. Also doch kein... kein Lokschaden. Ah, da haben wir dann wahrscheinlich, Lokführerwechsel. Und dann könnte zum Beispiel jemand anders von Kleinsüßstedt weiterfahren nach Hamburg-Altona. Gut. Ah, ICE 1. Nee, 2. Ich dachte 1, aber ich habe wohl nicht die richtige Bugklappe gesehen. Habe ich nur kurz ein Auge drüber geschmissen und es für einen ICE 1 befunden. Ist mir dann aber schon aufgefallen, als ich keinen Speisewagen gesehen habe, beziehungsweise ein zweiter Zug dann hinterher lief, ein zweiter Zug angekuppelt war. Gut. Ich will noch mal nach draußen gucken. Ah, was ich jetzt gleich mal machen könnte, ist
Aber ich habe SIFA und LZB und PZB an. Ah, da kriegen wir vielleicht im nächsten Bahnhof einmal hin. Kommt da hinten ein Bahnhof? Ja, ne? Ja. Gut, dann machen wir das jetzt gleich einmal hier. Okay, machen wir nicht hier. Die PZB, die SIFA ist nicht reingesprungen. Das wäre jetzt Grundvoraussetzung gewesen. Jetzt können wir es machen. Jetzt machen wir nämlich mal kurz Pause. Weil man soll ja eigentlich nicht das Makrofon benutzen. Da sind wir kurz auf Rot gekommen. Das war, man nutzt ja jetzt Lichthupe, wenn man jemanden grüßen will. Sozusagen. Finde ich auch schön. Einige Lokführer Lichthupen sozusagen. Busfahrer heben die Hand. Lokführer Lichthupen. So. Klein süß steht. Ist aber auch nicht mehr weit bis dahin. 36 Kilometer kriege ich bei... Kriegst du bei, sagen wir, 120, ist das Doppelte. 18. 15 Minuten unter. Dürfen jetzt auch noch... Na, 26. Das sind jetzt noch knapp 11 Minuten Fahrzeit. Sind wir dann schon so lange wieder unterwegs? Falsche Taste. Tatsache. Wir sind seit 8.09 Uhr unterwegs. Das war schon wieder eine Stunde. Kam mir gar nicht so vor. So, LZB meldet sich, da kommt eine 80er-Zone. In 6000 Metern. Ist aber noch ein einiges an Weg demnach. Okay. So, da kommt die 80er Begrenzung. Oh. Fehler. Ich habe nicht die Zugkraft weggenommen, bevor ich gebremst habe. Hundertvierzig ist das Teil warm. Die laufen doch schon die ganze Zeit, oder nicht? Ah, Trennschutz hängt fest. Ja. Hauptschalter ist aus. Wusste ich doch, dass ich einen Fehler gemacht habe. War es halt die Trennschütze. Es könnte jetzt etwas dauern. Aber wir machen das jetzt einfach so. Wir rollen's. Ich weiß gar nicht, ist es...
Sowas könnte man zum Beispiel den Werner WN fragen. Ich weiß gar nicht, ob der mich kennt. Ich glaube nicht. Das würde mich halt nämlich mal interessieren. Ob man mit klemmender Trennschütze noch weiterfahren darf. Oh. Das wäre nämlich auch mal so eine Frage. Ich will jetzt aber auch nicht hinter dem Signal stehen bleiben. Komm, wir versuchen noch vor dem Signal stehen zu bleiben. Dann werden wir den Fahrplan zwar nicht mehr schaffen. Normalerweise würden wir jetzt den FDL anrufen und sagen, ja, wir haben ein kleines Problem, meine Trennschütze hängt fest, ich komme hier erstmal nicht mehr vom Fleck. So, ist wieder hergestellt, ging auch schon schnell. Also da hätten wir ruhig auch über das Signal drüber fahren können. Wie warm einfach der Motor gelaufen ist. Komm schon, da Fahrstufen schalten sich wieder hoch. Komm schon. So. SIFA und die PZB. Gut. Schaffen wir den... Ach, das ist ja eh nur ein Betriebshalt. Die LZB wird uns ja schon informieren. Aber ich... Ah, Gegengleis. Okay. Leitest du uns jetzt über Unterlüß? Weiß ich nicht, aber wird schon so seinen Grund haben. Bitte sehr. Hier ist doch jetzt... Sollte hier nicht 40 sein? Da war nämlich eine 40er Scheibe.
Ah, ist da was entgleist, oder? Ah, nee. Gleisbaustelle. So. Und hier ist das Ende der Gleisbaustelle. Sind das 80? Ne, wir sind auf 100. 80 sind bei der Anzeige Hilfssteuerung. Nee, ich weiß nicht, wie die Hilfssteuerung der... Nee, weiß ich leider echt nicht. Egal. Wenn ich auf die 112 eine Einweisung bekommen sollte, werde ich es ja noch lernen. Dauert ja noch etwas. Sind aber einige Trainspotter heute unterwegs. Nein. So, bei Streckenkilometer gleich und so ist dann Betriebshalt. Was kommt da denn? Ein schöner gemischter Güterzug. Ja. So, das habe ich gerade noch gesehen. Aber lange wird da nicht mehr 7000 auf der LZB stehen, weil wir haben ja eh nur noch so knapp 10 Kilometer jetzt zu fahren. Und, wenn ich da einen Betriebshalt auf einem Nebengleis habe, wahrscheinlich, dann wird er mir ja nicht dauernd bei 7000 bleiben. Schätze ich einfach mal so, ne? Also 11 Kilometer haben wir jetzt noch. Ich gucke mir mal kurz eben gleich, sobald die SIFA nochmal aufgetaucht ist. Das Ganze an. So, da sind wir, das ist der Halt, ja, ist ein Nebengleis. Das heißt, er wird bald sagen, jo, bitte werd langsamer, oder werd mal langsam, bitte langsamer, so könnte man es richtig formulieren.
gut. Aber dann wären wir mit dem Urlaubsexpress auch fast fertig. Schönes Szenario. Ich mag alle die Szenarios von Amnesia. Die sind immer recht unterhaltsam. Demnächst erwartet uns mal ein bisschen etwas Triebwagenmäßiges wahrscheinlich. Wobei, nee. Als nächstes erwartet uns ein Güterszenario, glaube ich. Und vielleicht zwischendurch etwas Spezielles. Also ich habe ja jetzt auch Train Simulator auf einmal die Woche runtergestellt. Von der Häufigkeit pro Woche. Weil ich dann einfach auf das einzelne Video mehr Aufmerksamkeit bringen werde. So. Wunschgeschwindigkeit ist gleich 60. Da fangen wir mal an bei, ich weiß nicht. Wir sind die 140 ja gar nicht mehr ausgefahren, also. Vielleicht kommt das ja noch einmal. Nee. Kommt scheinbar nicht mehr. So. Das heißt, gleich wird sich der LZB-Zeiger wahrscheinlich bewegen und uns langsam in die Bremskurve zwingen. So, gleich sind es nur noch 2 Kilometer. Go. Gut, jetzt warnt er uns vor, dass gleich LZB Ende ist. Das muss man nicht bestätigen. Ich habe es trotzdem gemacht. So, langsam, wir sind unter der Bremskurve mittlerweile. So. So. Und da kommt die 60 und einmal bestätigen. Ah, und da kommt ein 0,0. Das heißt HP0 für uns. Sandwich im Intercity-Verband. So.
Ich habe 500 Meter, um zum Stehen zu kommen. Signal ist auch auf Rot. Gut. Bin mir nicht sicher, welchen ich drücken musste. Ob Befehle oder wachsam. So. Und wir stehen. Gut, das war's mit diesem Szenario. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat's gefallen. Wenn es euch gefallen hat und ich euch nicht zu viele Fehler gemacht habe, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Oh, das habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Fühlt sich ungewohnt an. Hier erwartet dich ein fahrplanmäßiger Betriebshalt von ca. 8 Minuten, da du die Überholung des ICE 688 nach Altona abwarten musst. Damit endet dieses Szenario auch hier. Gruß, Amisa. Gruß zurück und damit vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin und bye bye.